Antonius! Was? Wo? Na da, direkt vor uns! Das Skelett mit der fetten Sense? Ja! Das ist doch auch nur aus Plastik. Mann! Wie alles hier. Sieht aber verdammt echt aus. Logisch, Peter, das ist ja auch eine Geisterbahn. Peter, du bist so ein Angsthase. Nenn mich nicht Angsthase. So, angekommen. Alles aussteigen, bitte. Mir reicht's auf jeden Fall. Es gibt keine Geister, keine sprechenden Skelette, Mördersaurier oder sonst welche Monster. Naja, hoffentlich wissen das auch die Monster. Peter. In Rocky Beach war Jahrmarkt auf dem Marktplatz. Neben der Geisterbahn gab es ein Frankenstein-Karussell, ein Gruselschloss und Graf Draculas Gruft zu sehen. Aber es waren auch Aussteller da, die einfach ihre Waren anboten oder Reklame für ihre Geschäfte machten. Gut gelaunt stiegen die drei Fragezeichen aus der Gondel der Geisterbahn und gingen zu einer Bude mit Zuckerwatte. Plötzlich deutete Justus auf einen Stand, vor dem sich eine dichte Menschenmenge versammelt hatte. Moment, was ist denn da los? Kommt, sehen wir nach. Just verzichtet freiwillig auf Zuckerwatte? Die kann warten. Kommt mit. An dem Stand redete ein spindeldürrer, älterer Herr mit hochrotem Kopf auf den Verkäufer hinter dem Tresen ein. Dabei hielt er einen großen, weißen Knochen in der Hand, mit dem er hin und her wedelte. Sie müssen mir diesen Knochen verkaufen. Ich gebe Ihnen $500. Jetzt, sofort. Tut mir leid, aber der ist nicht zu verkaufen. Was? Ich gebe Ihnen $1,000. $1,000? Für einen alten Hundeknochen? 2,000! Wie gesagt, nichts zu machen. Den Knochen haben wir bei unseren Bohrungen gefunden. Hier, die kleinen Bohrtürme können Sie kaufen. Ah, jetzt verstehe ich. Der Stand macht Werbung für eine Ölbohrfirma. Seht ihr das große Schild? California Oil Company. Ich will keinen Bohrturm, ich will den Knochen. Es ist der Schenkel eines Irritators. Ein was? Irritator? Das habe ich doch schon mal gehört, aber... Aber wo? Schluss jetzt. Geben Sie mir endlich den Knochen zurück. Auf gar keinen Fall. Bleiben Sie, wo Sie sind, oder ich zerschmettere den Knochen. Der Typ ist ja irre. Bleiben Sie stehen. Halten Sie den Mann auf. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Der haut einfach auf. Aus dem Weg. Hey, da hinten kommt Kommissar Reynolds. Was ist denn hier los? Nun machen Sie schon Platz. Na endlich, die Polizei. Kann mir mal jemand erzählen, was hier überhaupt los ist? Ja, wir haben alles mitbekommen. Ach, sieh an. Meine Spezialeinheit. Immer zur Stelle, wenn es Aufregung gibt. Ein älterer Herr hat eben an dem Stand einen Knochen gestohlen. Einen Knochen? Ja, wir haben ihn zusammen mit anderen Fossilien bei unseren Bohrungen gefunden und wollten ihn hier nur ausstellen. Das hat man nun davon. Also, was war das denn für ein Knochen? Irgendein Knochen. Er war eben nur sehr schön groß. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Halb so wild, Herr Kommissar. Wir machen hier nur ein wenig Werbung für unsere Ölfirma. Lassen wir uns das Fest nicht verderben. Man soll ja aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Das würde ich nicht so sagen. Ein riesiges Dinosaurier-Skelett aus einer Felswand. In seinem Maul steckte der Teil eines zweiten Skeletts. Das gibt's doch nicht. Das muss ich mir genauer angucken. Vorsicht, wir sollten da nicht reingehen, ehe es gesichert worden ist. Vielleicht stürzt die Höhle genauso schnell wieder zusammen, wie sie aufgetaucht ist. Fantastisch. Es sieht ganz so aus, als wäre das Tier beim Fressen überrascht worden. Was für eine Sensation. Wirklich und wahrhaftig ein richtiger Saurierfriedhof. Haben die Saurier einen Ort gehabt, wo sie zum Sterben hingegangen sind? Du meinst, so wie die Elefanten es tun? Nein. Einen Saurierfriedhof nennt man einen Ort, an dem viele Dinosaurier zusammen waren, als sie durch ein bestimmtes Ereignis plötzlich umgekommen sind. Durch einen Meteoriteneinschlag oder eine Gaswolke. Wir müssen diese Urzeithöhle sofort erforschen. Mr. Andrews, kommen Sie! Das müssen Sie fotografieren! Bin schon dabei. Irre. Das mit den Meteoriten und so habe ich natürlich schon gehört. Aber wieso hat Ihre Ölfirma die Höhle nicht bemerkt, bevor sie angefangen hat, hier zu bohren? So ein riesiger Hohlraum bleibt doch nicht verborgen. Natürlich wussten wir, dass es hier Höhlen gibt. Nur waren die voller Schlamm und Öl. Diese ganze Masse scheint durch das Erdbeben in Bewegung gekommen zu sein. Aber dafür haben wir ja jetzt scheinbar etwas viel Wertvolleres gefunden. Mittlerweile hatten die Arbeiter Lampen und Seile geholt. Hinter dem großen Skelett des Dinosauriers führte ein Gang tiefer ins Innere.
Solche Ansammlungen von Sauriern kommen öfter vor, als man denkt. Sehen Sie nur, es sieht so aus, als sei hier einmal ein Fluss verlaufen. Wahrscheinlich ist da der Schlamm, der die Skelette konserviert hat, in die Tiefe gelaufen. Das alles hier ist ein Glücksfall, ein wahres Naturwunder. Und hier sind noch weitere Knochen. Was stinkt hier eigentlich so? Ist ja ekelhaft. Das muss von dem Schlamm oder so kommen. Schlimmer als meine Turnschuhe. So, weiter. Ich bin irgendwas Weiches getreten. Ganz ruhig. Beweg dich nicht. Du darfst diesen Fund auf keinen Fall weiter zerstören. Nun sagen Sie schon. Wenn ich nicht wüsste, dass es unmöglich ist, würde ich sagen, das sieht aus wie ein riesiger Haufen Dinosaurierkot. Was? Das kann doch nicht sein. Das bekomme ich nie wieder von meinem Schuh ab. Igitt. Aber Dino-Kot hält sich doch bestimmt nicht so lange. Das tut es natürlich nicht. Also lautet die Frage, wenn es nicht 1 Million Jahre alt ist, wohin führt diese Höhle und was verbirgt sich dort? Sie meinen doch nicht, dass hier ein Saurier überlebt haben könnte? Wunder geschehen immer wieder. Wie oft hat man nicht von verborgenen Stämmen Eingeborener gehört, die abseits der Zivilisation leben? Und warum sollte sich in einer verborgenen Urzeithöhle kein Leben weiterentwickelt haben? Was? Aber ein Tier. Wo? Bewegt euch nicht! Nun sag schon! Da! Oh nein! Direkt vor dem Mond kam ein großes Wesen angeflogen. Es hatte weite Flügel und einen langen, dreieckigen Kopf. Was ist das? So einen großen Vogel habe ich noch nie gesehen. Das ist kein Vogel, Peter. Niemals. Es kommt direkt auf uns zu. Doch, du denkst doch nicht etwa, dass es ein Dinosaurier ist. Das Ding sieht aber wirklich aus wie ein Flugsaurier. Genau, es dreht den Kopf. Der Monstervogel sucht nach etwas. Und ich fürchte, dass er nach etwas zu fressen sucht. Oh nein, der hält uns für Dino-Futter. Los, weg hier. Das Vieh greift uns an. Ja. Nein, es ist zu schnell. Auf dem Rad holt er uns ein. Wir müssen uns verstecken. Ja, aber wo? Hier ist nichts. Er kommt runter. Duckt euch und haltet die Räder über eure Köpfe. Achtung! Dann rauschte es über ihnen. Der gewaltige Saurier schob sich wie ein riesiger Schatten über die drei Fragezeichen. Ein fürchterlicher Gestank ging von dem Tier aus. Hau ab, du Mistvieh! Aufpassen! Räder hören! Mich hat er fast mit dem Schnabel erwischt. Was? Wo ist er jetzt? Da! Er fliegt wieder weg. Bin ich froh. Gute Idee mit den Rädern. Ja, just. Jungs, ich hab genau in seine roten Knopfaugen gesehen. Mann, das war echt knapp. Ja, fast wären die drei Fragezeichen Dino-Futter geworden. Aber wie kann das nur alles sein? Wie kann das Ding aus der Höhle rauskommen? Die haben noch ein Gitter davor gemacht. Das werden wir herausfinden. Und wie willst du das anstellen? Wir verfolgen ihn natürlich. Wir gehen auf Dino-Jagd. Auf Dino-Jagd? Genau. Denn wenn ich mich nicht irre, dann ist er in Richtung der Höhle geflogen. Ja, natürlich. Da kommt er ja wohl auch her. Du willst da doch wohl nicht rein. Justus' Idee ist gut. Wer würde denn annehmen, dass jemand einen Dinosaurier verfolgt, der ihn eben angegriffen hat? Niemand natürlich. Das ist nämlich auch total bekloppt. Hey, hört genau zu. Wir treffen uns in etwa einer Stunde bei der Ölfirma. Derweil kann Bob versuchen, noch etwas rauszufinden. Und ich suche inzwischen noch ein paar Kleinigkeiten zusammen. Und seid pünktlich.